Ach komm, weißt du was? Einmal probieren wir es noch. Willkommen zu Dead by Daylight. In der vorigen Runde eben wurde ich von Myers mit Judiths Grabstein zu Tode gefegt. Denn er hat mich direkt gepackt und getötet. Das ist quasi ein Memento Mori, das nur Myers besitzt. Und er hat natürlich was mitgenommen, um schneller Diabolik 3 zu erreichen. Wie wir sehen, hat er auch tatsächlich noch einen gehuckt und zwei sind entkommen. Ich habe jetzt halt nicht zugeguckt, weil ich eben gerade nicht an der PlayStation war, aber ich habe halt das angelassen, um zeigen zu können, was er benutzt hat. So. Das hat nicht so gut geklappt und ich habe gemerkt, ich vermisse meine Urbane. Deswegen werde ich Verwandt wegnehmen. Bringt mir eh nichts. Und die anderen sind sowieso derbe behindert. Ich lasse mal die Katze drin und ich lasse mal dunkle Wahrnehmung drin, damit ich einfach weiß, wo der Killer ist. Und nehme nochmal eine Werkzeugkiste mit. Aber eine kleine ist eigentlich scheiße. Nee, eine kleine ist scheiße. Also eine. Okay, dann lassen wir das mit der Werkzeugkiste. Ich könnte die mitnehmen. Die ist ungefähr genauso gut. Nee, die ist sogar schlechter. Das ist halt eigentlich die Saboteurkiste. Die kann man auch dafür nehmen. Aber sie ist halt besser, um zu sabotieren. Aber wir möchten ja nicht sabotieren. Wir möchten ja die Ding wenigstens einen Generator ganz, ganz schnell reparieren. Ich werde auf jeden Fall versuchen, wenn ich David nochmal hochlevel, und David kriegt ja alle Perks, die ich habe am Ende, aber ich werde David als allererstes auf Prestige 3 bringen und dann werde ich ihm alle Perks holen, die ich dann habe. Also wahrscheinlich alle. Eigentlich sollte ich erst alle anderen Charaktere holen, bevor ich David auch nur ansatzweise auf Prestige bringe. Obwohl es eigentlich auch egal ist. Egal, ich habe Durst. Ich rede schon wieder zu viel. Ach Mensch, es ist einfach schön, dass es nie ewig lange dauert, um eine Runde zu finden. Wir können nochmal gucken hier, was auch so schick ist. Also eigentlich bin ich damit ganz zufrieden. Ich brauche eigentlich auch die Katze nicht wirklich, aber es hilft mir schon so ein bisschen, wenn ich verfolgt werde, beziehungsweise wenn ich an einem... Ich glaube, ich mache die weg. Und ich nehme... Was nehme ich denn mit? Ich könnte das mitnehmen. Das könnte ich mal ausprobieren. Das habe ich ewig nicht mehr ausprobiert. Ich glaube, mit städtischer Invasion und halt eben dunkle Wahrnehmung ist es vielleicht sogar eine gute Idee. Das sind eigentlich Perks, die ich nicht mag. Beide nicht. Aber wir gucken mal, ne? Ob es klappt. Wird schon irgendwie hinhauen. Könnte halt auch echt mal bessere Perks mit dem jungen Mann holen, vor allem weil ich ihn ja als also ich habe ihn gelevelt noch vor Feng Min und dann warte mal, ich habe erst gelevelt natürlich Claudette, dann Jake, glaube ich, dann Feng Min, Nea, Feng Min, David. Die habe ich gelevelt, weil ich von denen die Perks halt eben haben wollte. Zum Schluss White.
Der hat aber leider nicht so gute Perks. Mal abgesehen davon, ich muss ja auch hier mit dem täglichen Ritual mit David ein Ausgangstor öffnen. Immer noch. Nee. Vor allem, das ist in der Regel ist es dasselbe, was ich mit Feng Min machen müsste, um halt zu entkommen. Also ich muss das Tor nicht selbst öffnen, aber halt rauskommen. Ich krieg aber für ein geöffnetes Tor mehr Punkte als für einmal entkommen. Obwohl man halt schon Punkte bekommt, wenn man ein Tor öffnet. Was ist denn hier eigentlich los heute, sag mal? Die ganze Zeit ist alles hier so derbe behindert am Sein, aller. Erstmal Cookie-Clicker spielen. Was haben wir denn da Schickes? Ja, spult mal irgendwie 5 Minuten vor oder so. Ist gleich hier. Geht gleich los. Das ist doch alles nicht wahr. So. Kann halt jetzt mal hier losgehen. Ja, ansonsten, ich kann ja mal so Dinge erzählen. Ich habe heute, das war ganz lustig, mein Chef kam an und kam zu mir, einer Arbeitskollegin, und meinte, du kommst mal mit und du kommst mal mit. Und dann sind wir zum Transporter gegangen, von der Firma, und eingestiegen. Und dann meinte er, ich sag euch jetzt mal nicht, wo es hingeht. Und ich so, gehen wir nach Disneyland. Gehen wir Hundebabys abholen. Und er so, ja, wenn du das so meinst. Ich so, okay, cool. Und ich arbeite in der Fahrradwerkstatt. Wir arbeiten mit gebrauchten Fahrrädern. Und ich habe keine Ahnung davon, aber ich stelle mich halt immer dazu und tue das, was man mir sagt, so ungefähr. Es sind halt mehr oder weniger alles ungelernte Fachkräfte quasi. Fachkräfte in Anführungszeichen. Die Leute, die halt Ahnung haben, die reparieren halt die Fahrräder und nehmen sich halt, wen sie dann da irgendwie brauchen. Und dann machen sie da die Dinge, und ich habe dann halt mit meinem Chef heute und mit einer Arbeitskollegin Fahrräder abgeholt, die uns halt gespendet worden sind, glaube ich jedenfalls. Ich denke mal schon, ich glaube nicht, dass er die einkauft. Und wenn die dann bei uns überprüft und danach halt repariert werden, manchmal sind die Dinger halt so hin, dass sie direkt in den Schrott gehen, und dann werden quasi die Teile, die man noch benutzen kann, einfach abgebaut und bei uns gesammelt, gelagert, was auch immer. Und wenn der Rahmen verbogen ist zum Beispiel, dann ist das Fahrrad hin. Und ansonsten werden die halt wieder auf Vordermann gebracht, verkehrstauglich gemacht, getestet und dann weiterverkauft oder halt gespendet, je nachdem. Man kann da einfach hingehen und sich ein Fahrrad aussuchen, und die sind halt natürlich nicht fabrikneu und halt gebraucht, und das sieht man bei einigen auch. Wir machen die halt so sauber, wie es eben geht, ne? Ist ja klar. Aber wenn die repariert sind, wenn die fertig repariert sind, sind die halt für Leute, die jetzt nicht unbedingt ein niegelnagelneues Fahrrad haben wollen, eigentlich relativ optimal. Vor allem sind sie günstig, ne? Wir haben halt auch richtig schöne Fahrräder da. Wir haben Hollandräder da. Die sind eine Pest, die wieder heile zu machen. Aber es sind halt mega geile alte Hollandräder, ne? Die du heute so gar nicht mehr kriegst. Ist halt schon nice am Sein. Und ich habe keinen langen Arbeitsweg. Das ist noch viel schöner. Ich muss nämlich nur von Harburg auf die Veddel. Und das gut. So. Bitte starten Sie drück. Dad. Dankeschön. Killer. Wir sind bereit. Killer. Hätte er mal gedrückt jetzt, ne? Ja, komm. Dad. Jetzt dauert das wieder Arsch-Ewigkeiten hier. Warum drückt er erst ready und dann unready? Ich werde diese Husos nicht verstehen. Aber wir gucken mal, ob die wieder behindert sind.
Schnief, schnief, schnief. So. Ein Umschlag. Och, wie nice. Ein Umschlag. Ich krieg Bonus-Blutpunkte. Zwar nur 25%, aber ey, 25% sind halt extra nice, ne? Ich weiß noch, als die Party-Luftschlangen, habe ich glaube ich schon tausendmal gesagt, ne? Party-Luftschlangen sind rausgekommen und das Addon war braun, also häufigste Farbe für Addons. Beziehungsweise nicht Addons, für Opfergaben, für alles, aber braune Opfergabe. Und alle haben, keine Ahnung, 3 bis 5 Blutschlangen, Partyblutschlangen in ihrem Blutnetz gehabt. Partyluftschlangen, Blutschlangen. Wie zur Hölle sieht eine Partyblutschlange aus? Partyluftschlangen. Blutige Partyluftschlangen, so heißen die Dinger. Und dann haben sie es auf grün geändert, also selten gemacht. Und seitdem sind die halt auch nicht mehr so häufig vor am Kommen, am Sein, am Tun. Aber dadurch, dass es halt 100% in allen Kategorien ist für alle und die grünen Umschläge auch grün sind, also und die geben aber nur 25% in allen Punktekategorien für alle, finde ich das halt irgendwie seltsam, aber who gives a fuck, Digga. Seriously. So, wir schleichen. Wir haben einen Beli. Kannst du bitte nicht bei mir rumrennen? Alter, geh woanders hin. Oh mein fucking Gott, Mädchen. Du bist so eine dumme Hure. Weißt du, erst rennt sie hässlich um mich rum, macht überall Kratzer, ich schon am Schleichen weiß. Sowas kann ich ja nicht ab, ne? Du hast das so verdient zu hängen. Ich fall jetzt hier in das Loch. Das war wahrscheinlich Ruin. Und gönn mir hier. Und wenn er kommt, gehe ich in den Schrank. Wahrscheinlich nicht in den Schrank. Nee, in die Schränke gehe ich nicht. Die sucht er sowieso. Ich habe ja glücklicherweise leichtfüßig dabei, heißt das, glaube ich. Das heißt, wenn ich laufe und Kratzer mache, verschwinden die sehr schnell. Das heißt, wenn ich weit genug von ihm wegkomme oder halt Urban Evasion benutze, um halt eben ihn in eine Richtung zu rennen, ihn zu verwirren, dann sind die Kratzer so schnell wieder weg, dann denkt er, oh, der muss aber schon lange weg sein. Das ist so der Gedanke, den ich dabei habe. Wir gehen natürlich in den Schrank, weil der Huso hat hundertprozentig Barbecue-Schnee dabei. Macht die Fluchtversuche? Ich gehe nicht retten. Oh, sie ist entkommen. Wer sitzt denn hier noch mit mir dran? Oh, Clödia. Da ist der Killer. Den Schrank. Clödia! Geh weg! Geh weg! Kriegt er sie jetzt?
Ja, der rennt zurück. Das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Hier ist ein Ausgangstor, hier ist ein Generator. Der darf bloß nicht wissen, dass ich hier bin. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Upsi. Julia, lauf! Sie haben dein Opfer abgeholt. Komm schon, Julia, mach die Scheiße fertig. Oh, ich krieg so niemals ein Tor auf. Die werden mich hängen lassen, weil die denken, ich bin Ego-Schwein. Julia, lauf weg! Die kommen nicht. Die werden mich nicht holen. Und wenn, dann wird sie hier mich. Ja. Die kommen nicht. Nein. Ja, den werden getreten. Er musste ja auch gerade hier hinkommen. Mädchen, warum bist du nicht in den Schrank gegangen? Ganz ehrlich. Das war jetzt eine scheiß Idee von dir, Jane, aber meinetwegen. Ich verbind's mich. Da ist eine Palette, falls er kommt. Nicht die schmeißen. Ja, Claudia, warte. Ich hol dich gleich. Ich hol dich gleich, sobald ich da reingehen kann. Oh, geil, Jane, geil. Nicht so toll. Could you fucking not? Oh mein. Ich hätte ja vielleicht auch mal einfach wegrennen können, ne? Aber nicht gemerkt, dass ich den Generator angetippt habe. Schmeiß die Palette! Schmeiß doch die Palette! Hätte sie die Palette geschmissen, hätte er mich außen rum tragen müssen, beziehungsweise ich wäre eventuell noch entkommen. Ja, auf Wiedersehen. Es wird mich natürlich niemand retten kommen. Ihr seht sowieso nicht. Der ist da hinten. Der wird verfolgt. Die heilen sich, ne? Ja. Oder ist hier einer am Schrank? Ne, die heilen sich, glaube ich, zu zweit da. Ne, die ist alleine. Ich werde gleich zugucken. Ich werde gleich sehen, wo du bist. Ey, das klappt heute nicht. Mit dem Ausgangstor. Du warst im Schrank. Natürlich warst du im Schrank. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Aber hey, die Claudia kommt tatsächlich noch her. Schafft die das noch? Na Mädel, schaffst du das? Du musst vielleicht mal durchrennen. Schaffst du nicht mehr.
Ja. Ist ein bisschen zu spät gewesen, Jane und Claudia. Claudette. Claude. Clotilde. Klitzekleines Mini-Bisschen zu spät. Jetzt sind zwei tot. Habt ihr toll gemacht. Toll habt ihr das gemacht. Ganz, ganz toll. Ja. Cool. What? Was tut ihr da? Gucken wir mal Dicky zu. Den Perk bräuchte ich eigentlich auch. Den habe ich aber mit Feng Min. Natürlich. Aber ich habe ja David nur Flink beigebracht von Feng Min. Macht ihr irgendwie mal was jetzt? Ey, die hat ihre Kiste auf. Sowas von 0,01% gemacht. Jane. Ja, komm. Gott, seid ihr langweilig. Ihr könnt sowieso nichts machen. Ihr werdet die Luke nicht benutzen können jetzt ohne Schlüssel. Und ihr habt beide keinen. Ich will jetzt natürlich auch wissen, wie das ausgeht. Aber wenn sie hier weiter stehen bleibt, kriegt sie gleich Raben. Warte mal. Tun wir das Ding hier weg. Das ist ja nervig. So. Claudette geht zu unserem Generator zurück. Na, hat ihn wieder gekickt. Schade. Oh, und er ist wieder fast auf Anfang. Und Jane? Hm? Hat Claudette was gesehen? Hat man gerade meinen Magenknochen gehört? Ich glaube, ich sollte gleich mal was essen. Ja, ich esse mal gleich was. Ich würde jetzt gerne, dass hier mal was passiert. Was macht ihr beiden denn? Ihr spinnt doch komplett. Jane, du bist nicht unsichtbar. Du bist leider dicker als ein Grashalm. Du bist dicker als ein Grashalm. Geh weg da. Oh, jetzt hat er das Ding gekickt. Der... Also wenn er nicht komplett blind... Er ist komplett blind. Aber wenn er nicht komplett blind ist, dann sieht er deinen fetten Hintern. Nee, er ist komplett blind tatsächlich. Was? Macht ihr beide da? Setzt euch an den Jen. Beide. Jane. Geht doch. Alter, was ist das für ein Teamplay, Mann? So, jetzt hat die Claudette natürlich den Killer am Arsch. Aber die hin, glaube ich, auch noch nicht. So, Jane. Bist du jetzt eine dumme Hure und suchst die Luke? Mhm. Der Killer hat wohl doch kein Barbecue und Chili, weil er sucht nämlich nach der Jane. Wenn er das hätte, würde er einfach die Claudia hucken. Und dann gucken, ach, da ist die Jane und sie dann fisten zu Tode. Du bist echt so eine Hure, ne? Du bist so eine Hure, oder? Anstelle halt irgendwie, dass ihr zwei verschiedene Generatoren macht und euch irgendwie, keine Ahnung. Guck mal, ob er bei der Claudette ist. Nö. Oh doch, er ist tatsächlich hier. Ja, da kommt er gucken. Da hat er wohl entweder Pirscher dabei. Oder er ist halt nicht komplett dämlich, so wie ich immer. Ich verliere die andauernd. Guck mal, da haben sie sich aufeinander zubewegt.
Was für ein heftiges Endgame. Da kommt. Jane, setz dich wieder an den Jane los. Du bist so eine dumme Hure. Na, huckt er sie? Er huckt sie, tatsächlich. Warum? Warum huckt er sie aber nicht die Claudette? Weil sie nochmal hängen kann? Kann die Claudette nicht nochmal hängen? Warum zappelt sie nicht? Sie ist, hä? Aber wenn sie dead on hook ist... Na, Claudia, weißt du, wo die Luke ist? Er weiß, wo die Luke ist. Oh. Ich habe das Gefühl, Endgame Collapse ist für den Hillbilly gemacht. Weil er von einem Ausgang sehr schnell zum anderen kann. Ganz egal, was die Claudette jetzt macht, ohne Schlüssel ist sie tot. Sie ist tot. Hundertprozentig ist sie tot. Sie wird nicht entkommen. Und ihre Perks bringen ihr auch nichts mehr. Weil er muss einfach nur von einem Ausgang zum nächsten stratzen. Und... je näher die Ausgänge aneinander liegen, desto schlechter ist es für den übrig gebliebenen Survivor. Ja. Eine gute Runde. Ich meine, wenn sie Glück hat, ne? Wenn sie Glück hat. Aber sie hat jetzt nur noch eine Minute, um dieses Tor da zu öffnen. Und sie kann eigentlich quasi jetzt direkt wieder aufhören. Warte mal. Hat er auch noch Remember Me dabei? Ja, hat er. Es dauert länger. Ja, Billy. Na, weißt du Bescheid? Moment. Hier kommt. Aber es wird dir nicht viel bringen. Also tot ist. So oder so. Sie wird am Endgame Collapse sterben. Kriegt das Tor nicht mehr rechtzeitig auf, auch wenn es quasi lassen würde. Das ist das, was ich so nervig finde. Das ist jetzt gerade halt wirklich die komplett zerstörte Mitte. Guck mal, er lässt sie sogar. Er lässt sie sogar, weil er weiß, sie stirbt jetzt eh. Und sie lässt es auch. Ja. Knack, knack. Leute, das mit dem Endgame-Collapse war keine schlechte Idee. Aber ihr müsst irgendwas dagegen machen, dass der Hillbilly so mega overpowered ist, wenn das Endgame anfängt. Vielleicht einfach alle Sekundärfähigkeiten der Killer komplett disablen, sozusagen. Also das, ne? Einfach alles, alle Sekundärfähigkeiten oder, ne? Also die Fähigkeiten, die Killer haben, dass die nicht mehr eingesetzt werden können oder sowas. Dass das Endgame anfängt und die letzten zwei Minuten kann der Killer nicht mehr das machen, was ihn sozusagen ausmacht. Er kann nur noch laufen zu seiner normalen Laufgeschwindigkeit und dann halt versuchen, die Survivor nochmal irgendwie rauszujagen oder halt zu töten. Aber
Weil die Hexe ja auch, die Hexe sag ich schon, aber die Hexe auch, die kann sich ja teleportieren zu ihren Fallen. Aber die Nurse kann dann ja auch einfach von Ausgang zu Ausgang hin und her teleportieren. Oder das Gespenst halt auch. Es ist ein bisschen zu heftig. Also es ist, wenn das Endgame Collapse anfängt und du hast halt diese Killer, die sich schnell bewegen können. In der Regel ist es dann zugunsten des Killers auch schon vorbei, es sei denn, man stellt sich so wie ich ziemlich scheiße an. Aber ja, wir haben es einfach noch schon wieder nicht geschafft. Ich heb mir das jetzt auf, ich habe auch keine Lust mehr. Wir machen das ein andermal weiter. Tschüss!